Ich bin KNS13. Hallihallo, zurück zu einer weiteren Folge Terraria. In dieser wunderschönen Folge heute werden wir einen ganz besonderen Mann treffen, bei dem wir erstmal ordentlich die Wirtschaft ankurbeln werden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wer dieser Mann ist, wisst ihr leider schon, weil es im Intro steht. Verdammt. Trotzdem viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Terraria. Ich habe den letzten Mal nicht weitergespielt. Ist sogar relativ nah am anderen Aufnahmepunkt dran. Und ja, trotzdem habe ich keine Ahnung mehr, was ich mache. Ah, ich sehe es hier. Ich wollte mir anscheinend einen wunderschönen Haken machen. Und zwar in diesem Fall einen Amethystkarten, den ich hier reinhänge. Und jetzt kann ich mit E mich hin und her schicken. Das ist so ein Greifhaken. Tschüss, Goldfisch. Oh nein, das ist Trigger. Das kann ich nicht machen. Mann, ich hasse Regen. Wie brennst du mich? Muss gar nicht immer brennen. Ja, ich würde sagen. Was wollte ich sagen? Ich würde sagen. Den Fisch rein. Ja, ne, das letzte Mal haben wir ein Mana-Upgrade, sowohl auch ein Lebens-Upgrade bekommen. Und gerade von einem Fisch Pommes gedroppt bekommen. Das ist Barfood. Mittlere Verbesserung. Wo ist der Ketchup? Lebensränge. So. 10 Minuten lang. Nice. Oh, scheiße. Das sind meine Drogen. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Okay. Dann würde ich sagen, weil ich es kann. Hier so. Bam. Bam. Und dann nutzen wir das mal ganz geschickt als geeignetes Wohnhaus. Gehen wir hier weg. Nachdem ich das wieder gekillt habe. Ich sehe gar nichts, Leute. Keine Angst. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Zwei Feinde, keine Feinde. Ach, Sternschnuppe. So, jetzt sind die alle weg. Das war natürlich geplant. Oh Gott, da kommt wieder eins. Hm, ich sehe es nicht. Ah, da ist es. Neu getroffen. Lutscher. Ein Feind in der Nähe. Oh Gott, es kommt was. Den Trank nehmen. In der Oberwelt ist es immer noch scheiße gefährlich, wenn du von sowas eingegrenzt wirst. Halt einfach keine starke Waffe. Mann. Ich weiß auch nicht, was ich draußen wollte. Ich wollte doch eigentlich hier drin umbauen. So, ja, ich wollte, dass der Bewohner einzieht. Das ist dann nicht nur zweimal? Nee. So Leute, jetzt zeige ich euch was. Ich mache jetzt so ein Seilding. Mach mal hier. Start, ne? Hat nicht funktioniert. Warte nochmal. So ein Seilding. Oh. Ich lebe. Leute, Background weg. Leute. War jetzt vielleicht nicht schlauste Sache der Welt. Vielleicht. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. Scheiße. Absoluter Trottel. Hey, passiert jedem Mal. Ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert. Tatsächlich. Glücklicherweise. Nicht das. Das. Sehr gut. Welt mit dem Hintergrund.
die Steine rein? Ist völlig in mein Inventar? Bin ich einfach blind? Nee, da ist er. So. Geht die gar nicht? Das geht gar nicht. Ja. Ich dachte, das geht. Ein Glasmeiler. Was ist denn das? 18 beliebiges Eisen. Ja, kann ja nur 18 Blei nehmen. Ich mach's mal. Was? Das ist kein Material. Das ist ja groß. Mach ich hier rein? Dran. Einfach nur Glas. Na, das wird jetzt so, ne? Sand. Kann ich da sonst so dran gehen? Kann man Geil töten? Lol. Ja, keine Ahnung. Sehr gut. Übrigens, ich habe irgendwann nicht die erste Folge geschnitten. Ich habe also keine Ahnung. Hab das Spiel Reise übrigens immer noch nicht aufgehangen. Ich brauche momentan überhaupt keine Druckplatte. Kann ich jetzt da ein Spiel Reise? Kann ich jetzt? Wo ist das Spiel Reise? Oh, hat sich aufgelöst. Kann ich jetzt dort einsperrbar sein? Wow. Amazing. Also, ich lasse es eigentlich mal mit normalen sein. Dann mache ich das hier auf Stein. Und dann hier so ein Übergang. Eisigreifer braucht man für etwas. Aber ich werde noch oft genug sterben und ja. Da habe ich jetzt keine Bedenken.
ob ich zu hoch ballere. Ich bräuchte einmal. Hä? Ach, da. Oh, Kiki. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich Pinky erkannt habe. Warum ich ihn schnell töten will. Das ist nämlich ein besonderer Schleim. Ist auch besonders klein, empfindlich und hält mehr aus als manche anderen. Stopp doch! Danke. Du auch. Ja! Er droppt nämlich Gold. 2 Gold. Und rosa Schlangen. Aber Gold. Was ist hier? Ich rode den Wald. So, was mal gleich wieder ein bisschen Holz gab. Oh Gott. So. Fürs Erste reicht's. Fürs Erste. Alter, ist hier ein Schleimregen oder was ist hier los? Danke, dass du übrigens Zinnerz oder Eisenerz droppst. Eisenerz anscheinend. Ja, wusste ich. Das ist Blei. Hä? Eisen? Ah, Eisen ist, glaube ich, die andere Variante zu Blei oder zu Silber. Keine Ahnung. Humpri, der Händler ist angekommen. Endlich. Danke, Humpri. Hilfe. Inventarplatz. Okay, eigentlich einfach so machen und so. Vollmüll. Den Block kann ich auch eigentlich einfach verkaufen. Wo ist denn der Händler? Ey. Kann ich wegen hier nicht die Tür zum... Okay. Deine Schuld, wir sterben. Eigentlich alle, wenn wir sterben, ist es der Schuld von dem Geld. Das kommt man. Ja, ja. Der Typ ist zufrieden mit seinem Leben. Das kann ich auch eigentlich erstmal verkaufen. Durch das anders steigt, das hat keinen Wert. Ich kann es, durch kann es trotzdem reinbauen. 10 Kupfer. Nee, für Pommes für 22 nur, nee. Ein Gold für alle. Für alle Barren. Also für alle Silberbarren. Oh nee, da wollte ich ja gucken. 3 Gold für Rubies? Ja, ich guck mal. Geidi! Biste! Also Geidi, ich würde dich gerne mal fragen, was das denn, Was mache ich damit? Ich kann damit ein Laserschwert machen. Mit Meteoritenbahn. Das ist gar nicht mal so weit entfernt. Habe ich aber auch noch 10. Da ich kein Magier werden möchte, ist mir das egal, vom Steinblock. Komm, platziert werden, das Material. Rubin, Edelsteinschloss. Fern. Ah, damit spielt man so, ja. Ja, das ist das, Rubinhaken. Eigentlich nur für das.
Und ich will eh keinen Nahkampf werden, also eigentlich nur für sowas. Dann kann ich die Rubine eigentlich jetzt, kann ich das jetzt eigentlich alles loswerden. Ganz scheiß. Ja, mal ein Geld im Inventar. Ich habe 4 Gold. Muchas gracias. Das war, glaube ich, bei allen Animen gleich. Ich hoffe es, ist mir jetzt eh scheißegal, ich verkaufe jetzt. Nächste Miner, ich muss Geld machen. Komm her. Dann kaufe ich auch gleich was bei dir, ja. So, hier. Geschäft. Das hier kostet 89 Silber. Ich werde ja wohl 89 Silber damit machen können. Ein Gold. Perfekt. Aber das, wie viel? 8 Silber. 50 Silber. Dann erkennt man auch, wie viel das wert ist, so, ne? 89 Kupfer. 4 Silber. Ist der mehr wert? Ja, ist er. Hey, dann hätte ich den los. Die machen ja eh gleich einen Schaden. Lol. 37 Silber. 3 Gold. Oh, warum ist das der Wert da oben? Ich glaube, das war alles. Übrigens sollte keine Tippstern. Ah, steht sogar. Verschwindet nach Sonnenaufgang. Also, wenn ihr rauswerft. Und nach Sonnenaufgang, dann ist es weg. So. Und dann. Bam. Und weg. Gold. Aber dafür ein Sparschweinchen. Und das Sparschweinchen ist nämlich ganz toll. Nachdem ich mir noch was gekauft habe. Ja, ja. Ja, Kaufwaren bin ich. Ich habe nur auf den Typen gewartet. Netz. Damit kann man jegliche Art von Tieren fangen. Oh. Zum Beispiel den Hasen da. Oder den Schmetterling. Aber der Ritterfalter bringt was. Der ist nämlich jetzt Ködergut und der Hase ist nur so Material. Aber lass ich frei. Wir sind hasenfreundlich. Kann man damit irgendwas Besonderes machen? Sieht man ein Molotow-Cocktail? Hau. Ah, mit Bier. Scheiße. Federnde Granate? Ja, nicht schlecht. Bombe. Braucht man schon Rezept? Was sagt lieber Fahrstab? Also nichts Wichtiges. Ah, das klappt. Sehr gut zu wissen. Ich weiß nur, dass das Zeug abfedert. Dann das Sparschwein, was ich gerade eben so erworben habe, kann ich ja da draufstellen. Und dann kann ich da, das ist nochmal so eine extra Kiste, die über Welpen geht. Und da das Geld rein zu tun ist halt. Mutla gratias. Ich mache nur mein Geld da rein, eigentlich meistens. Bis auf später, da kriegt man das, dann kann man das so überall holen. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Irgendwann. Jo. So, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und mal ganz kurz. Danke, dass ihr bis hierher geguckt habt. Könnt auch gerne mal den Abo und das Like drücken. Aber, und den Like-Button. Einfach mal alles drücken. Bis auf Dislikes, bitte. Danke. Aber ganz kurz, wir müssen jetzt mal Klartext sprechen. Wie lächerlich werden mittlerweile diese Intros und diese Outros. Also wenn ihr mal bessere Vorschläge habt, mal gutes Zeug habt, schreibt es in die Kommentare und freut euch auf die nächste Folge von Terraria. Wir werden uns beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Nochmal vielen Dank, dass ihr bisher geguckt habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!